Herzlich willkommen bei der Präsentation der Industrial Design Vertiefung. Mein Name ist Alexandra Schäfz. Ich bin Produktdesignerin und Unterrichtsassistentin im Bachelor Industrial Design. Wie schon Katrin erwähnt hat, die Infrastruktur an der ZHDK ist gewährleistet. Die Studierenden arbeiten in einem Atelier, wo kreativer Austausch stattfindet und wo sie sich mit einer Problemstellung auseinandersetzen. Die Studierenden können ziemlich jedes Material in der ZHDK-Werkstätten bearbeiten. Von der Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung, Textil, 3D-Druck, Lasern bis hin zur Holzbearbeitung. Das Materialarchiv hilft dabei, den passenden Werkstoff für die Projekte zu finden. Und jeden Dienstag laden wir verschiedene Experten zu einer Diskussion in Stony Areal ein. Dadurch entsteht die Austauschmöglichkeit. Um ein besseres Verständnis für die Herstellung verschiedener Produkte zu bekommen, werden Produktionsfirmen wie der Flaschenhersteller SIG besucht. Aber nun, was ist Industrial Design und was machen die Industriedesigner? Wir leben heute in einer spannenden Zeit. Als globalisierte Gesellschaft stehen wir vor großen Herausforderungen. Die Industriedesigner an der ZHDK agieren im Spannungsfeld von sozialer Relevanz, ökologischer Nachhaltigkeit und technischen Innovationen. Wir als Designer stellen uns die Fragen, wie sollen wir Produkte für die Zukunft in Bezug auf diese Schwerpunkte gestalten? Wir wollen nicht Produkte designen, die den Konsum ankurbeln, sondern die Produkte, die gedacht und relevant sind. Wir tragen eine große Verantwortung gegenüber Benutzer und auch gegenüber Gesellschaft. Eine der sehr guten Projekte, das diese Schwerpunkte enthält, ist das Bachelor-Projekt Circlec von Fabian Engel und Simon Oschwald. Ein Low-Cost-Beinprothesesystem aus rezyklierten Kunststoffabfällen in Kenia. Für sein Bachelor-Projekt, die beiden Studierenden sind nach Kenia geflogen, wo die Nachfrage nach günstigen Beinprothesen sehr groß ist. Doch fehlte bis dahin ein zufriedenstellendes Low-Cost-Prothesesystem. Die Beinprothese Circlec schließt diese Lücke. Durch die Verwendung von rezyklierten Kunststoffabfällen in Kombination mit vor Ort bestehenden Produktmethoden kann die Beinprothese lokal und kostengünstig hergestellt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht das einfache Austauschen und Reparieren verbrauchter Passteile sowie die individuelle Anpassung an den Benutzer. Durch die ergonomische Lösung wird die Mobilität der Betroffenen im Alltag somit erheblich gesteigert. Hier seht ihr alle Prototypen, die vor dem Endprototyp entstanden wurden. Und auch, ich wollte euch zeigen, hier ein kurzes Video von der Testingphase. Das Projekt Circlec verbindet mehrere hochrelevante Themenbereiche. Es beantwortet die Frage, wie Kunststoffabfälle als Ressource genutzt werden können, schließt eine medizinische Versorgungslücke in Entwicklungsländern und stützt das Produkt auf einen plausiblen Business Case ab. Die Arbeit an dem Projekt geht weiter. Projekt Circlec ist heute ein Startup mit 5 Personen im Team, ist Teil der Forschung und arbeitet mit Materialtechnologen der FHNW zusammen. Das Team unterstützt auch ein Masterprojekt von einem Studenten der ETH mit ihrem Know-how. Jetzt ein anderes Beispiel. Jährlich fallen riesige Mengen Elektroschrott aus. Die Zahlen steigen. Mit folgendem Problem hat sich Fabio Meyer in seinem Projekt SWEP, eine Drohne für Fotografen, konfrontiert. Produkte mit elektronischen Komponenten haben eine sehr kurze Lebensdauer. Dies führt zu großen Umweltproblemen. Export von Elektroschrott.
EU hat letztes Jahr eine Richtlinie geschaffen, dass Hersteller für große Elektrogeräte Ersatzteile bis ca. 10 Jahre verfügbar haben müssen. Bei Kleingeräten ist es noch nicht so. Es muss aber ein Ziel von Produktentwicklern sein, dies für alle Produkte zu gewährleisten. Bei dem SWAP-Projekt sehen wir eine einfache und schnelle zu bedienende Verbindung. Diese Verbindung koppelt die Komponenten mechanisch und elektronisch sicher zu einer Einheit. Diese Konstruktion bietet die Möglichkeit, die Drohne unterschiedlich zu konfigurieren. Diese erweitert die Vielseitigkeit des Produktes und deckt ein breites Spektrum an Einsatzgebieten ab. Die einzelnen Komponenten können bei einem Defekt oder Upgrade schnell ausgewechselt werden. Die Funktionen können ausgebaut werden und durch zusätzliche Komponenten erweitern. Die Materialtrennung ist einfach. Durch diese Produkte verlängert sich der Lebenszyklus der Drohne. Das System wird flexibler und nachhaltiger. Das Projekt SWAP zeigt einen neuartigen modularen Aufbau einer Drohne für Fotografen. Es zeigt, wie Produkte gestaltet sein sollten, damit sie viel länger im Einsatz stehen können. Dies führt zu einer neuen Produkttypologie und Produktästhetik. Weiter existiert das Design Technology Lab, in dem wir interdisziplinäre Lehre anbieten. Aus diesem Lab entstehen zum Beispiel sogenannte Tandem-Projekte. Das sind Bachelorarbeiten zwischen der ETH und der ZHDK. Hier seht ihr das Projekt Presspoint, wo Abfall zur Ressource wird. Aufbau eines PET-Sammelsystems in Ghana von Industriedesigner Donald Meer und Maschinenbau-Student ETH Arthur Collins in Zusammenarbeit mit Firma Ripper aus Ghana. Obwohl sich PET heute gut rezyklieren lässt, wird der Werkstoff in Ghana kaum zurückgeführt. Verbrauchte Flaschen landen in lokalen Gewässern oder auf riesigen Mülldeponien. In Ghana wird bisher kein PET recycelt, da die Wertschöpfungskette nicht gegeben ist. Grund dafür ist, dass die ungepressten PET-Flaschen im Transport zu viel Volumen annehmen und die Transportkosten den Warenwert des PET übersteigen. Hier setzt das Projekt an. Der Kooperationspartner aus Ghana hat die Aufgabe gestellt, nicht ein einzelnes Produkt zu entwerfen, sondern das System bzw. den Kreislauf der PET-Recyclings zu entwickeln. Daher die gesamte Wertschöpfungskette zu planen. Resultat seht ihr hier auf der rechten Seite. Es ist wichtig, dass wir starten von Flaschenherstellern bis zum Benutzer. Alle in diesem Kreislauf müssen das Geld verdienen. Und das war die größte Frage. Wer verdient in diesem Kreislauf? Nur wenn alle Beteiligten von diesem System profitieren, dann wird es erfolgreich sein. Deswegen kam es zur Entwicklung einer Presse, mit der die PET-Flaschen einfach im Volumen reduziert werden können. Das System wie bei uns, Deckel abschrauben, Luft raus, von Hand pressen, Deckel wieder draufschrauben, funktioniert nicht, da kein Anreiz besteht. Die Presse ist als Bauteilen konzipiert und wird mit vor Ort vorhandenen Materialien, zum Beispiel alten Autoreifen, zusammengebaut. Durch das Konzept der zentralen Collection Points ist es künftig für Abfallsammeln möglich, mit verbrauchtem PET Geld zu verdienen. Der Collection Point ist Teil einer holistischen Lösung, bei dem die Rückführung von PET-Flaschen in den Materialkreislauf ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist. Das Projekt wird übergeben und ist aktuell in Ghana in der Testphase für die Einführung. Als Industriedesigner beobachten wir genau, was um uns herum passiert und verbinden unsere Schwerpunkte in verschiedenen Bereichen. Es ist Medizin, Rehabilitation, Robotik, Transportation. Ihr seht auch oben das Bild mit zwei intelligenten Transportcubes mit Brennstoffzellenantrieb.
der zusammen mit Professor Hora von der ETH weiterentwickelt wurden, oder ganz oben rechts, Bild auf der rechten Seite. Es ist ein Lieferroboter, entwickelt in einem Fokusprojekt, auch in Zusammenarbeit mit ETH für Firma Yelmori. Weitere Projekte und Informationen über unsere Vertiefung findet ihr auf unserer Webseite. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue auf die Fragen. Danke vielmals.